Zuschauer, Shows, die vielleicht nur einmal im Leben kommt. Achtung, unzensierte Medien für ein paar Minuten. Was ich zu sagen habe, ist von großer Wichtigkeit. Ich musste viele Menschen töten und auch ich werde wohl sterben. Aber vorher habe ich euch etwas mitzuteilen. Ich habe eine Entscheidung getroffen, eure Bedürfnisse über mein Leben zu stellen. Es liegt mir am Herzen, dass ihr endlich aufwacht und euch ändert. Aber bevor ich euch sage, was ihr tun sollt, präsentiere ich euch ein paar Fakten. Und damit meine ich brisante Fakten. Die NSA speichert jeden einzelnen Anruf, jede E-Mail oder Textnachricht. Leute wie Snowden oder Assange, die uns zur Rettung der Demokratie die nötigen Informationen beschaffen. Diese Jungs werden von der US-Regierung strafrechtlich verfolgt. Die US-Regierung wird von den Reichen finanziert. Und hält die Menschen dumm, ignorant und auf dem geistigen Stand von Kindern. Sie setzen alles daran, dass die Leute damit beschäftigt sind, Geld zu verdienen, sodass sie in ihren Häuschen mit Vorgarten überleben können. Sie lassen die Menschen in dem Glauben, dass sie frei sind und die Wahl haben, tun zu können, was immer sie wollen. Aber die Leute, die euch repräsentieren, wurden gekauft und dafür bezahlt, euch in euren kleinen, dummen Welten dumm zu halten. Wie kann es sein, dass es keine Reglementierung des Waffengesetzes gibt, obwohl wir fast jeden Monat ein Massaker haben? In den USA werden jedes Jahr 11.000 Menschen erschossen. In Großbritannien sind es nur 300. Warum? Weil man in Großbritannien nicht an Waffen gelangt. Die Menschen haben dort keine Waffen. Punkt aus. Was ich in der Vergangenheit getan habe und was ich jetzt gerade tue, wäre ohne unser Waffengesetz nicht möglich. Es gibt nicht mal Prüfungen des Strafregisters, um die Leute mit krimineller Vorgeschichte herauszufiltern. Und warum? Weil 50% der Senatoren von der Waffenlobby geschmiert werden. Also wacht auf! Eine Krankenversicherung ist offensichtlich für 95% der Amerikaner mehr als von Vorteil. Also im Grunde hat die gesamte entwickelte Welt Krankenversicherung, aber fast 50% der Amerikaner sind dagegen. Was wiederum auf die Gehirnwäsche der Medienmaschinerie zurückzuführen ist. Der Irakkrieg war ein Verbrechen. Bush, Cheney und Rumsfeld haben der Vereinten Nation und dem Rest der Welt frech ins Gesicht gelogen. Saddam hatte keine Massenvernichtungswaffen und er hatte auch nichts mit der Al-Qaida zu tun. Aber wir wissen, dass unsere Freunde die Saudis 9/11 finanziert haben. Aber wegen ihres Öls unternehmen wir nichts gegen sie. Stattdessen schicken wir unsere Soldaten in die Länder zum Sterben, die nichts mit den Terrorattacken und Al-Qaida zu tun haben. Warum hat Obama die Bush-Regierung nicht verklagt? Bushs Kriege kosteten die Steuerzahler hunderte Milliarden und er verübte Kriegsverbrechen. Wieso hat Obama nichts dagegen und dann doch, weil er genauso bezahlt wird und Mitglied des Clubs ist? Kein Präsident hat in seiner Amtszeit so viele Ausländer ausgewiesen wie derzeit Obama. Warum hat er Guantanamo Bay nicht geschlossen, wo die Gefangenen ohne Anklage oder Beweise und Gerichtsverfahren seit nunmehr über 13 Jahren einsetzen? Er hat weder gegen die Häftlingsversorgung noch gegen das Genehmigungsgesetz zur nationalen Verteidigung ein Veto eingelegt, das im Klartext die unbegrenzte Inhaftierung von Gefangenen verbietet und Amerikaner ohne Gerichtsprozesse einschließt. Wir stecken in einer verfassungsmäßigen Krise in den Vereinigten Staaten. Und im Moment haben wir einen Schuldenstaat. Das bedeutet Verletzung des internationalen Gesetzes. Die Verletzung der Magna Carta, die 800 Jahre darauf zurückgeht, was unser Sinn für Gerechtigkeit bedeutet. Obama sollte der Prozess gemacht werden und er sollte den Knast. Die USA kommen auf 5% der weltweiten Bevölkerung bei gleichzeitig 25% der weltweit Inhaftierten. Die Leute wandern schon ins Gefängnis, bloß weil man sie mit 10 Gramm Kokain erwischt. Die Hälfte der Häftlinge sitzt wegen Drogenbesitzes und mehr als die Hälfte von ihnen ist schwarz. Warum ändert niemand etwas an dieser wahnsinnigen Situation? Ich werde es euch sagen. Weil Washington dafür von der Gefängnislobby bezahlt wird, um das Ganze am Laufen zu halten. Ihr glaubt, dass die Borgens, die Gettys, die Vanderbilts, die Rockefellers und all die anderen kriminellen Arschlöcher. Zusammen schaffen wir das!
psychischer, sondern richtig physischer. Schmerz, verstehst du? Sind Sie der Meinung, dass... Was die Lösung ist? Ich sehe das her. Nun, Chip, ist das nicht die Lösung, die Amerika überall auf der Welt einsetzt? Mit seinen Drohnen? Ich meine, werfen diese Drohnen um oder lassen sie Süßigkeiten für die kleinen Affen schicken? Die töten 50 Kinder, um einen Terroristen zu erwischen. Plündern sie durch die dritte Welt aus und lassen dabei hungernde und sterbende Menschen zurück, um unseren Lebensstil beizubehalten? Das sind schon alarmierende Umstände. Sie lassen keine friedlichen Aktionen mehr zu. Wir sehen die Verbrechen. Wir wissen, dass die Klimaerwärmung wahr ist. Dass Lobbyisten Washington spielen. Wir wissen, dass der finanzielle Kollaps bereits passiert ist und dennoch drucken wir weiter Geld. Nur um das Ende aufzuschieben und in 50 Jahren oder auch schon früher ist alles vorbei. Wir haben immer mehr Menschen auf unserem Planeten und immer weniger Wasser, Nahrungsmittel, Gas und Öl. In 100 Jahren wird es unsere durchgefickte Welt nicht mehr geben. Tja, und Abmachung gelten nichts mehr. Die einzige Möglichkeit, diese Leben zu beeinflussen, ist sie zu beenden. Die einzige Möglichkeit, wie ich dich beeinflussen kann, ist dich zu töten. Da wäre die richtige Lösung, mich zum Beispiel eine Partei zu gründen. Ja, die Leute dazu bringen, ihnen zu folgen, gewählt zu werden, eine Veränderung herbei. Was redest du da? Gewählt werden, wofür? Du hörst mir hart zu. Gewählt werden, wofür? Es geht nicht mehr um Politik, okay? Und ob du nun Demokrat oder Republikaner bist, ist vollkommen egal. All diese Demokraten, Republikaner, Gouverneure, alle, die sie da sind, wurden sie gekauft und bezahlt. Wir gehen wählen. Aber das spielt keine Rolle. Es sind die Lobbyisten, die die Kontrolle haben. Habe ich recht? Es gibt immer zwei Seiten einer Geschichte. Ich meine, jeder hat seine Meinung. Ist es nicht das, was die Demokratie auszeichnet? Die Tatsache, dass wir alle diese Meinungen kundtun können? Ja. Aber nur, solange durch diese Meinung nichts verändert wird. Assange, Hammond, Snowden, sie sind die Propheten unserer Zeit. Sie sind die Stimmen, die uns wachrütteln sollen. Und sie sind diejenigen, die der Staat umbringen will. Wir haben keine Demokratie mehr. Wir können nicht sagen, was uns durch den Kopf geht. Allein für dieses Interview könnten sie mich in den Knast schicken. Und das ohne Prozess. Sie werden mich nach Guantanamo schicken. Wir haben keine Stimme mehr. Nun, denken Sie, Sie könnten das ändern? Ganz sicher nicht. I'm going to go to the hospital.
Thank you.
threat with nuclear weapons. Danger will come not just from blast or heat or nearby radiation effects, but also from fallout. Just bits of radioactive fallout can mushroom cloud with a nuclear explosion and settle on the ground. These bits of matter can be dangerous. You need to know about fallout. Fallout, which may occur miles and miles away from the blast, and what to do to protect yourself against it. Everybody needs to know.